Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist, hier am Samstag auf Manpower mit mir, Tim Enevoldsen. Bevor wir ins Video durchstarten, check mal meinen Instagram-Account aus. Erster Link in der Beschreibung. Auf meinem Instagram-Account kannst du mich in meinem Alltag begleiten, siehst mich auf Dates, siehst mich bei allen möglichen Dingen. Also ich zeige dir so diese Gesamtentwicklung, die ich am Tag immer durchmache, von Ernährung über Sport bis hin zu was tue ich am Tag, Frauen ansprechen und so weiter. Das heißt, da kannst du meinen Alltag verfolgen und eben selbst lernen, wie du zu einem erfolgreichen Mann mit Frauen werden kannst. In diesem Video will ich ein Thema ansprechen, das ich super wichtig finde, und zwar, wie wichtig es für dich ist, dass du immer eben mehr mehrere Frauen kennenlernst, mehrere Frauen ansprichst und mehrere Frauen auch datest gleichzeitig. Und ganz viele Männer machen diesen Fehler, dass sie zum Beispiel eine Frau kennenlernen über, sagen wir mal, Online-Dating, oder sie sprechen die auf der Straße an und dann fixieren sie sich sofort auf diese Frau. Das ist die erste Frau, die sie vielleicht angesprochen haben, die erste Frau, die sie im Online-Dating kennengelernt haben oder eine der einzigen Frauen, die sie kennengelernt haben, und dann ist ihre Fixierung sofort riesengroß, weil es halt die erste oder die einzige ist. Sie denken sich, wow, das hat echt funktioniert und jetzt habe ich eine und da werde ich mich jetzt voll drauf konzentrieren, weil du weißt ja, je mehr man in eine Frau investiert und je mehr man ihr zeigt, dass sie einem wichtig ist, desto mehr findet sie dich toll. Ja, so sagt man ja. Dabei ist es so, dass Anziehung so nicht entsteht. Anziehung entsteht nicht, indem du von Anfang an super viel investierst, denn das zerstört eher die Anziehung. Was du tun solltest, ist, dass du regelmäßig viele Frauen triffst, viele Frauen kennenlernst, viele Frauen datest. Und das liegt auch daran, dass ständig Frauen auch wieder wegfallen. Ja, also ich habe so ein Buch gelesen, da wird das wie mit, das heißt Plate Spinning Theory, also man dreht verschiedene Teller. Stell dir vor, du drehst so Teller wie so ein, wie hier mit einem Zirkus. Und die Teller, oder sagen wir mal ein anderes Beispiel, jonglieren. Ja, du jonglierst Bälle. Ja, und es fällt immer mal wieder ein Ball runter. Und deswegen ist es wichtig, dass du weiterhin neue Bälle reintust in diese Rotation, weil wenn du es nicht machst, dann hast du irgendwann keine Bälle mehr. Ja, also es fallen immer wieder Bälle runter. Und so ist es auch mit den Frauen. Du lernst eine Frau kennen, denkst so, ach cool, wir treffen uns, wir haben guten Sex, und dann sehen wir uns vielleicht nochmal ein zweites Date wieder. Und dann seht ihr euch aus irgendeinem Grund nicht wieder. Das passiert immer. Ja, das passiert auch den größten Experten. Also jeder einzelne Dating-Coach da draußen, jeder Experte, den du dann draußen treffen kannst, dem passiert es, dass Frauen einfach so wegfallen aus irgendeinem Grund. Es gibt so viele Möglichkeiten, die das bedingen. Und da kann man auch einfach nicht so besonders viel machen. Ja, manchmal ist das halt einfach so. Und deswegen ist es super wichtig, dass du mehrere Bälle jonglierst und nicht nur einen zur Zeit. Der zusätzliche andere Vorteil, und das ist vielleicht der viel größere Vorteil, ist, dass du dann ein gesundes Investmentverhältnis hast. Also du gehst mit Frauen viel gesünder um. Stell dir mal vor, du hast einen einzigen Freund auf der Welt. Natürlich bist du dann anders investiert in diesen Freund, was Zeit und Mühe angeht, als wenn du 10 Freunde hast. Ja, dann machst du halt was mit dem, dann machst du was mit dem, machst du was mit dem und machst mal mit jedem irgendwas. Wenn du aber nur einen Freund hast, der aber 10 hat zum Beispiel, dann willst du ständig was mit ihm machen, aber der will ja auch mal mit seinen anderen Freunden was machen. Und das heißt, du überinvestierst komplett. Und wenn man in Beziehungen überinvestiert, dann... Also das ist eine ganz, ganz logische, das ist physikalisch ganz logisch. Wenn ich hier eine Kraft erzeuge, ja, wenn ich jetzt hier drücke, dann entsteht hier eine Gegenkraft. Und je mehr ich hier drücke, desto mehr ist die Gegenkraft auf der anderen Seite. Das kannst du selbst mal probieren. Und genauso ist es da auch. Wenn, angenommen, ich bin hier und da ist die Frau. Und angenommen, ich investiere immer mehr. Das bedeutet ja, ja, hier ist eine Gegenkraft. Und das bedeutet, dass ich die Frau immer weiter wegschiebe. Ja, ich investiere immer mehr. Das heißt, die Frau zieht sich immer mehr zurück. Und dann hast du solche Momente, wo die Frau dir nicht mehr schreibt, wo sie nicht mehr antwortet, wo ihr ein tolles Date habt, aber du hörst einfach nichts mehr von ihr. Das liegt daran, dass du hier zu viel investierst und deswegen die Frau da zurückdrückst, in diese Ecke, wo sie einfach gar nichts mehr macht. Also Leute ziehen sich zurück aus Beziehungen, wenn du zu viel in diese Beziehung investierst. Das ist eine ganz wichtige Sache, die du verstehen musst und wo du erkennen musst, ich sollte weniger in Frauen investieren und sollte mehrere Bälle gleichzeitig jonglieren, damit ich eben nicht so abhängig von einer speziellen Person bin. Und Frauen machen das übrigens auch die ganze Zeit. Ja, jede Frau hat haufenweise Typen, die sie nur anrufen müsste und sagen müsste, komm zum Ficken vorbei, und dann wären die vor der Tür. Ja, jede Frau hat haufenweise Leute, die irgendwie
rumgaffen, die ihr Aufmerksamkeit schenken. Frauen machen das. Ja, die erzählen dir vielleicht was anderes, aber das machen die. Und so solltest du das auch machen. Ja, und ein weiterer Vorteil ist, du lässt dir halt auch weniger gefallen. Also es ist natürlich attraktiv, du bist ein attraktiver Mann, wenn du dir nicht so viel gefallen lässt, wenn du klare Regeln und klare Grenzen setzt. Wenn ich jetzt aber eine einzige Frau nur habe und ich bin voll auf die fokussiert, dann lasse ich natürlich viel mehr Dinge durchgehen. Ja, angenommen, die kommt ständig zu spät. Und dann denke ich mir, oh, das ist die eine Frau, die ich habe, ich muss die unbedingt behalten, ich muss alles dafür tun, die zu behalten. Und dann kommt sie zu spät immer und ich bin so, ja, ist kein Problem, komm ruhig zu spät. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe 10 verschiedene Frauen, die ich treffe und eine kommt ständig zu spät. Ja, dann sage ich zu der, pass auf, du kannst gerne zu spät kommen, aber dann sehen wir uns nicht mehr. Und wenn sie nochmal zu spät kommt, dann sehen wir uns halt nicht mehr. Dann habe ich ja noch 9 andere Frauen. Also ich bin nicht so abhängig. Ich habe nicht diese Notwendigkeit unbedingt, dass es mit dieser Frau funktionieren muss, sondern ich habe ja noch die 9 anderen Frauen. Und ich persönlich weiß, und deswegen solltest du das Thema Frauen entsprechend in dein Leben integrieren. Ich persönlich weiß, dass ich einfach rausgehen muss für eine Stunde. Ich quatsche mit ein paar Frauen und schon habe ich eine neue Frau gefunden, die eventuell Teil meines Lebens werden könnte. Also unter Umständen. Ne? Das dauert einfach nicht lange und es braucht nicht viel Zeit an meiner Position, wo ich jetzt bin. Deswegen sage ich dir, fang jetzt damit an, setz dich mit der Thematik auseinander, lern viele Frauen kennen. Und ich kenne auch dieses Gefühl, wenn man zum Beispiel eine Frau hat, die einem gut gefällt, die man gerade so anfängt zu daten und dann ist man so ein bisschen faul und denkt sich, ja, ich habe ja die eine, jetzt brauche ich ja nicht mehr, brauche ich ja nichts mehr machen. Ich kenne das Gefühl, du kennst es wahrscheinlich auch. Hör nicht auf dieses Gefühl. Das ist kein Gefühl, das dir weiterhilft in dieser Situation, sondern einfach ein Gefühl, was nur dafür sorgt, dass du zu viel investierst und dann stehst du am Ende ohne die Frau da und denkst dir, was ist jetzt schon wieder schiefgelaufen und musst dann wieder von vorne anfangen. Deswegen jongliere einfach weiter, immer neue Bälle in die Jonglierrotation, dann fallen hier mal welche raus, dann holst du einen neuen Ball und weiter geht's. Und so hast du halt ständig, bist du ständig von heißen Frauen umgeben, optimalerweise. Ja, und dafür musst du einfach regelmäßig dranbleiben, dafür musst du Frauen auch ansprechen, wenn du schon Frauen hast. Und glaub mir, nichts tut dir besser, nichts tut dir mehr gut, als das Gefühl zu haben, dass du unabhängig von Frauen bist. Ja, wenn du eine große Rotation von Frauen hast, ich nehme mal wieder 10 als Beispiel, angenommen du hast wirklich, und 10 ist viel, angenommen es sind wirklich 10 Frauen, die du regelmäßig triffst, also das ist richtig viel und das ist auch ein mega der Zeitaufwand. Ich würde dir nicht 10 empfehlen. Ich halte so, also wenn du noch einen normalen Job hast, wenn du noch andere Dinge hast, die du tun möchtest, also wenn du das nebenbei machen möchtest, dann rate ich dir vielleicht so zu 2 bis 3 bis höchstens 4, höchstens. Ist aber auch die Frage, wie viel Zeit du dann speziell mit den einzelnen Frauen verbringen möchtest. Du kannst es natürlich auch so gestalten, dass du sagst, hey, wir sehen uns immer nur kurz und nur zum Sex und gar nicht mal auch mal um zu quatschen und so ein bisschen, also mit Quatschen meine ich auch mal nach dem Sex noch ein bisschen zu liegen, zu kuscheln und so ein bisschen über die Welt zu reden und so. Du kannst natürlich sagen, wir treffen uns zum Sex oder wir treffen uns auch und verbringen einfach einen Abend zusammen, einen ganzen Abend, ja. Ich finde das schöner, wenn man einen ganzen Abend zusammen verbringt. Also ich mag halt dieses Gesamtkonzept. Ich bin da nicht so, jetzt komm her, ich fick dich durch und dann kannst du wieder gehen. Kann man machen. Dann musst du allerdings damit rechnen, dass dir öfter Bälle runterfallen wahrscheinlich. Das ist halt, wie du es machen möchtest. Und je weniger Zeit du mit den Frauen verbringst, den Einzelnen, desto mehr kannst du natürlich in der Gesamtrotation theoretisch haben. Gibt auch Leute, die machen nichts anderes in ihrem Leben und haben dann tatsächlich 10 bis vielleicht sogar mehr verschiedene Frauen, die sie treffen. Musst du wissen. Musst du wissen, wie es dir zeitlich passt. Musst du wissen, worauf du Lust hast. Das ist eine individuelle Sache. Aber trotzdem solltest du jonglieren. Fang an zu jonglieren. Bring Frauen in deine Jonglierrotation und ja, mach einfach weiter, weil dann hast du immer Bälle. Dann hast du immer Bälle, mit denen du jonglieren kannst. Und Frauen merken das auch. Frauen merken, wenn du andere Frauen triffst, dann verhältst du dich nämlich anders. Und das ist nochmal zusätzlich attraktiv. Das ist also wie so ein positiver Kreislauf. Ja, je mehr Frauen du in deiner Rotation hast, desto mehr merken die anderen Frauen, wie attraktiv du bist und wie viele andere Frauen du hast, desto attraktiver finden die dich. Und so geht es immer weiter. Und das ist übrigens auch ein sehr effektiver Weg, um eine tolle Beziehung zu bekommen. Ja, das habe ich damals mit meiner offenen Beziehung so gemacht, beziehungsweise so fing meine offene Beziehung an. Ich hatte halt mehrere Frauen, die ich jongliert habe, sage ich mal. Und dann wurde es halt immer mehr und dadurch wurde ich halt auch immer attraktiver. Ja, und dadurch wurde die eine spezielle Frau, mit der ich dann zusammen war, immer mehr von mir angezogen. Und weil sie immer mehr von mir angezogen war, war ich auch mehr von ihr angezogen. Das ist tatsächlich so eine Wechselwirkung. Und irgendwann habe ich mir gesagt, okay, cool, das ist jetzt so meine hauptoffene Partnerin. Und so hat sich das ergeben. Also das ist auch ein sehr entspannter Weg in eine Beziehung, in dem du einfach viele Bälle jonglierst. Und dann merken die Frauen, dass du ein super wertvoller Mann bist, denn du musst ja wertvoll sein, sonst hättest du nicht so viele Frauen. Also du musst ja irgendwas richtig machen, sonst hättest du ja nicht so viele Frauen, die du jonglieren kannst.
Das merken die Frauen dann, finden das super attraktiv. Und dann kannst du dir aus vielen Frauen, die sehr angezogen von dir sind, eine tolle Frau aussuchen. Und du möchtest Frauen haben, die sehr angezogen von dir sind, weil mit diesen Frauen gelingen dann die besten Beziehungen. Mit den Frauen hast du den besten Sex, mit den Frauen hast du die beste Zeit. Ja, du willst keine Frau, die so, für die du so bist, so ja, ich bin jetzt vielleicht mal mit dem zusammen, weil mir gerade nichts Besseres ist und ich mich einsam fühle. Das macht einfach keine gute Beziehung und davon kann ich dir nur abraten. Deswegen jongliere mehrere Frauen und ja, eine ganz wichtige Sache. Schreib mir mal deine Erfahrung mit diesem Konzept in die Kommentare. Wie viele Frauen jonglierst du gerade? Wie ist deine Jonglier-Erfahrung? Was hast du vielleicht auch Erfahrungen gemacht mit Überinvestment? Wie planst du das in Zukunft? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer und beantworte auch jeden Kommentar von euch. Solange wir noch nicht so groß sind, kann ich das noch super machen und mache das auch sehr, sehr gerne. Deswegen freue ich mich immer, wenn ihr schreibt. Schön, dass du dabei warst. Am Donnerstag geht es wie immer weiter. Hier kannst du den Channel auf dem Pfeil abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben bei mir. Und rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das ich dir persönlich empfehle, wenn dir dieses Video hier gefallen hat. Das heißt, unbedingt mal anschauen. Schön, dass du dabei warst. Bis Donnerstag. Ciao.